Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ist das Ende nah? Kommt der dritte Weltkrieg? Das sind alles so Themen, die ständig wieder zu uns kommen, die ich gerne heute einmal ein bisschen diskutieren will. Jetzt nicht in der Politik, überhaupt nicht, nein. Aber wir haben so viele große Probleme, wo einfach Angst und Schrecken verbreiten. Ich erinnere daran, Inflationssorgen kommen auf wie verrückt. Man hat wirklich Angst, die Russen könnten nach Deutschland kommen oder zu uns und. Das sind alles so Dinge, das macht etwas mit uns. Auch die ganzen Medien machen etwas mit uns. Und dieses Thema heute mal zu diskutieren, ist mir eine große Ehre, denn ich habe heute zwei der Gäste, die mich echt richtig geprägt haben. Bei über 2.500 Interviews habe ich diese zwei heute zusammengebracht und ich stelle sie Ihnen gleich vor. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meine zwei Gäste zeigen. Einerseits der Professor Dr. Hartmut Schröder. Große Ehre, herzlichen Dank, gerne, dass du da bist. Und natürlich der andere große Professor, der Thomas Petschner. Große Ehre, danke, dass ihr zwei da seid und wir miteinander diese Sendung gestalten dürfen über dieses heikle Thema. Heikel in dem Sinn, ich sehe einfach die ganzen Medien, Informationen, die machen was mit uns. Und ich sehe einfach auch, dass es nicht eine Aufwärtsspirale ist, sondern es ist eine Abwärtsspirale. Mhm. Und bei Google habe ich gelesen, das Suchwort, das am meisten gesucht wurde in den letzten 2 Jahren, ist das Wort Depression. Das haut mich hier um, sowas. Wie hast du das erlebt und was kannst du uns empfehlen hier diesbezüglich, lieber Hartmut? Ich glaube, wir erleben das ja alle gerade, dass diese Medienberichterstattung, unabhängig von dem, was da wirklich passiert, vieles wissen wir ja gar nicht, ja. Selbst die Medien haben ja zu Beginn schon zugegeben, das, was zuerst stirbt, ist eigentlich die Wahrheit in so einem Krieg. Wir wissen nicht, was wirklich wo gerade passiert. Wir bekommen bestimmte Perspektiven auf die Ereignisse. Und die Berichterstattung alleine, unabhängig von den Ereignissen, die auch Angst machen können, macht aber die Berichterstattung uns auch noch mal enorm Angst. Und wenn Medien Angst erzeugen, wir kennen das ja eigentlich in den letzten 2 Jahren schon, dass teilweise auch ein bisschen unreflektiert Angst erzeugt wird, weil Angst hängt dann oft mit skandalösen Dingen zusammen. Das heißt, man erhofft sich eine entsprechende Einschaltquote, was für die Medien ja sehr wichtig ist, nicht nur für die Privaten, sondern mittlerweile auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Und Angst ist ein gutes Geschäft. Angst hat aber ein großes Problem. Angst ist ja, wenn sie uns erreicht und wenn wir uns von der Angst erreichen lassen, etwas, was uns nicht dazu führt, irgendwo klar das Problem zu sehen, zu erkennen und etwas zu tun, in die Handlung zu kommen, sondern Angst bringt uns in so ein Gefühl der Ohnmacht. Das hat dann oft eben auch mit dem zu tun, was du Depression jetzt genannt hast, depressive Verstimmungen. Ja, das muss vielleicht nicht so gravierend sein, dass es direkt psychiatrisch behandelt werden muss. Aber so eine depressive Grundstimmung, die Frage ja, was bringt mir das morgen noch, was kann ich selber tun, die ist bei sehr vielen vorhanden. Und ich glaube, da ist das Grundproblem und da werde ich im Laufe unseres Gesprächs noch ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Meine erste Empfehlung ist, in dieser schweren Situation, in der wir jetzt sind, es tut manchmal auch gut, über Medienhygiene nachzudenken, über eine eigene Medienkompetenz. Und ich präferiere da sogar neuerdings das Wort des Medienfastens. Manchmal tut es auch, wie bei der Ernährung gut, ein bisschen weniger. Ja. Kommen wir gern noch auf die Antworten dann hin. Aber lieber Thomas, für mich ist auch immer so eine Frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit? Man hört, fangen wir an, bei Corona hat man das gehört, in der anderen Kreise hat man das gehört. In dieser Politik in der Ukraine hört man diese Geschichte und man hört auch andere Geschichten vor 8 Jahren und, was da alles gewesen ist. Wir hören Sendungen über CO2-Lüge, da hat RTL eine Sendung gemacht, die wurde von YouTube gelöscht, weil es hieß, das ist falsch. Ja, man ist hier einfach konfrontiert mit so vielen Informationen. Und die einen machen Angst und die anderen machen eigentlich auch Angst. Mhm. Ja, wie gehst du damit um? Also was gerade Hartmut gesagt hat, Medienfasten.
wäre schon mal eine sehr gute Sache. Ich habe erlebt, als ich nach Neuseeland damals ausgewandert bin, Titelseite von New Zealand Herald war, dass der Feuerwehrmann die Katze vom Baum gerettet hat und die Oma glücklich gemacht hat. Und ich konnte es überhaupt nicht fassen. Was soll das? Was macht das auf der Titelseite von der größten Zeitung? Und die ganze Weltpolitik ist auf der Seite 25 im zweiten Teil. Und mein Nachbar hat mir das dann mit ein paar Worten erklärt, sagte, wir wollen den Tag anfangen mit schönen Dingen und nicht mit Problemen. Wirklich? Ist das heute noch so in Neuseeland? Es ist heute noch so, wobei Neuseeland hat ja auch Eigenarten. Aber da geht es wirklich darum, was verarbeite ich? Also wir haben auch im gesundheitlichen Bereich oder im Bereich Verarbeitung von Informationen, die dann über unsere Systeme auf endokrinen System Auswirkungen haben. Da gab es ja Tests mit Schauspielern, wo man zwei Schauspieler hingestellt hat und einen Text gegeben hat, vorher Blutmessung gemacht hat, ganze Hormonlevels und sonstiges gemacht. Und dann hieß es, die erste Szene, die gespielt wird, der Mann kommt nach Hause, die Frau sagt, Schatz, ich habe eine tolle Nachricht für dich. Wir kriegen ein Baby. So, genauso passiert es. Nur diese zwei Sätze. Er kommt da rein, hallo Schatz. Danach wird Blut gemessen, danach werden die Werte gemessen, verglichen. Stunde Pause. Zwei Schauspieler, die ganz genau wissen, worum es da geht, die eine Situation spielen. Er kommt da rein, sie mit einem traurigen Gesicht. Schatz, ich habe eine schlimme Nachricht. Ich habe das Baby verloren. Beide Sachen gespielt, bewusst im Kopf verarbeitet. Blutwerte waren so diametral unterschiedlich. Wir haben Stresslevel erhöht gehabt in der zweiten Situation und sonstiges. Selbst bei den Menschen, die ganz genau bewusst eine Information verarbeiten und sie spielen, die professionell damit umgehen, die wissen, okay, ich schlüpfe jetzt in eine Szene. Es ist nicht die Wahrheit. So, jetzt haben wir Millionen von Menschen, wie Hartmut das vorher gesagt hat, die lesen Informationen, die einseitig gefärbt sind. Also ich lese mehrere. Ich lese Al Jazeera, ich lese Politica, ich lese auch russische Zeitungen, weil ich die Sprache auch mächtig bin. Wenn man das mal liest, da weiß man gar nicht mehr, was man denken soll, weil dann haben wir total unterschiedliche Dinge und das passiert bei vielen Konflikten. Ich habe auch Konflikt damals in ehemaliger Jugoslawien miterlebt, wo ich selbst aus dem Gebiet hier gekommen bin, wo ich mit meinen eigenen Augen dort gesehen habe, was passiert ist und komme 8 Stunden später nach Deutschland an und ich sehe in den Nachrichten am Abend genau das Gegenteil präsentiert von dem, was ich selbst gesehen habe. Und dann ist die Frage, wie weit ist diese Medienverpackung gefärbt? Wie weit ist es nicht? Aber unabhängig davon, das, was wir bekommen, wie du es auch richtig gesagt hast, macht Angst. Und wenn die Schauspieler, die bewusst an das Ganze rangehen und wissen, ich spiele nur, wenn die sich dem nicht entziehen können, wie sollen wir erwarten, dass sich Normalbürger, dass Menschen, die sich schlicht und einfach nur um die Familie kümmern, um eigene Arbeit, um das, was sie täglich erledigen sollen, wie sollen die sich da einstellen, um damit umzugehen? Ich glaube, das ist etwas, was wir versuchen, heute auch noch ein kleines bisschen zu klären und zu unterstützen und den Leuten praktische Ratschläge zu geben, anstatt Zeigefinger zu erheben und sagen, okay, bitte Medien, ändert euch, das will sich nicht ändern. Aber ich möchte da wirklich noch einhaken, das Beispiel Schauspieler, da tut's was. Viele Menschen haben das Gefühl, ja, sie nehmen die Nachrichten zwar wahr, aber es tut ihnen ja nichts, weil sie können es abhaken. Das ist definitiv nicht so. Oder? Nein. Das, also das ist nur noch das Fasten, Medienfasten, mit dem kann ich mir was Gutes tun. Ja, zur Medienkompetenz gehört ja eigentlich auch, dass ich selber bei meinem Medienkonsum merke, zum Beispiel bei den Nachrichten oder es kommt dann noch eine Sondersendung, Neuestes aus dem Krieg, dass ich selber ein bisschen so spüre auch, das hat mit dem, was wir heute Achtsamkeit nennen, zu tun, dass ich selber spüre, tut mir das jetzt gut? Oder tut's mir nicht gut? Was macht das mit mir? Und wahrscheinlich sind da doch relativ viele Menschen, weil sie auch meinen, das ist ja weit weg, ja, das betrifft mich ja nicht direkt. Das ist so wie vielleicht ein ganz spannender Krimi. Ja?
trotzdem irren diese Menschen. Ja, es macht etwas mit uns und es verändert wahrscheinlich alle Parameter, die wir überhaupt messen könnten. Und wir wissen auf der anderen Seite ja aus der positiven Psychologie, wo es auch um positive Kommunikation geht, um positive Nachrichten, wie wichtig es ist, eben zumindest einmal am Tag so etwas Positives zu haben, wie du das eben aus der neuseeländischen Zeitung auch berichtet hast. Ja, es gibt mittlerweile, und da muss ich sagen, Hut ab, sogar bei Focus und bei anderen Medien, die weit verbreitet sind, es gibt im Internet dann oft ein Forum, wo ganz klar nach einem Konzept positive Nachrichten ausgestrahlt werden, gesendet werden, berichtet werden. Und da gibt es weltweit eine richtige Bewegung, Positive News, positive Nachrichten. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das nur positiv sein sollte. Es geht nicht darum, wenn es so etwas überhaupt wie Fakten oder Wahrheit gibt, Dinge zu verschweigen, sondern es geht in der Medienkompetenz darum, dass der Mediennutzer selber spürt, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut, dass er selber auch weiß, es sind alles nur Perspektiven auf etwas, was ich selber gar nicht erlebt habe, ja, was ich selber vielleicht auch gar nicht in der gesamten Komplexität begreife. Und dass dann eben auch dieses unangenehme Gefühl verhindert wird, dass jemand sich dann zurücklehnt und sagt, boah, da kann man sowieso nichts mehr machen, ja, weil das ist ja die Folge dieser Angst, die in uns entsteht, dass man denkt, das ist, ich bin Spielball von anderen, ja, ich kann nichts mehr tun. Aber das heißt ja das Wort Nachrichten schon, sich danach zu richten. Das könnte man so sehen, ja. Und es ist ja genau das Gegenteil von dem, was seit den 60er, 70er Jahren in der Pädagogik Selbstwirksamkeit genannt worden ist und was eigentlich in demokratisch orientierten Staaten auch ein wichtiges Grundprinzip sein sollte. Wir haben es ja sogar in unser Verständnis von Medizin übertragen, dass wir auch gesagt haben, auch bei Krankheiten, bei schweren Erkrankungen, ist es immer wichtig, dem Patienten Schritt für Schritt auch wieder ein Gefühl zu geben, dass er etwas erreichen kann, dass er etwas mitgestalten kann, dass er nicht irgendwo einem medizinischen Apparat ausgeliefert ist, der vielleicht alles tut und soweit auch alles okay ist. Aber das Gefühl von Ohnmacht ist immer etwas, was uns aus der Kohärenz herausführt und eigentlich in Krankheit hineinführt. Ob das jetzt körperlich oder seelisch als Depression ist, ist, glaube ich, letztendlich ganz egal, weil die sich gegenseitig ja sowieso wieder beeinflussen. Ja. Aber gestatte mir vielleicht noch diese Frage. Ich mache mir manchmal schon ein bisschen Sorgen darüber, wie gläubig wir sind, uns nach den Nachrichten zu richten. Mhm. Und diese Bewegung, wo eigentlich sehr wenig nachgedacht wird, ist es so oder gibt es eine Geschichte, gibt es auch Gründe. Wenn zwei Kinder streiten, habe ich als Vater schon oft erlebt, muss ich beide Kinder haben eine Wahrheit. Ja. Und ich habe auch aus der Geschichte gelernt, dass es gab nie der eine, es gab immer Kontrahenten, die sich gegenseitig der Meinung waren, sie müssen sich jetzt die Köpfe einschlagen. Aber das Volksdenken, so wie ich es jetzt sehe, ist einfach nur fokussiert auf eine Wahrheit. Genau. Bei allen Themen, CO2, Corona, Krieg und, oder? Das ist vielleicht sogar das entscheidende Problem. Der Begriff Wahrheit, das weiß jeder, ist ein sehr schwerer Begriff. Ich glaube, niemand würde jetzt behaupten, zu wissen, was Wahrheit ist. Aber das, was wir heute in den Medien haben, ist ja ein anderes Wort. Das sind Fakten. Und ich glaube, dass das noch viel gefährlicher ist, als jetzt pauschal über Wahrheit zu sprechen. Dass es viele verschiedene Wahrheiten gibt, wissen die meisten Menschen. Ja, das sind verschiedene Perspektiven. Mhm. Aber wenn ich jetzt über Fakten spreche, das ist ein Faktum. Und Faktum bedeutet ja nur das Gegebene, also das, was gegeben ist. Dann bin ich auch in der Illusion, dass Fakten unabhängig von der Wahrnehmung existieren, dass sie also wirklich objektiv sind. Und als Wissenschaftler muss ich jetzt natürlich auch sagen, und als Wissenschaftler weiß man das auch, wobei ich manchmal das Gefühl habe, nicht alle Wissenschaftler würden mir da wahrscheinlich folgen. Als Wissenschaftler muss ich eigentlich wissen, dass es so etwas wie Fakten nur sehr begrenzt gibt. Und das, was uns da, ich sag jetzt mal,
ganz deutlich auch vorgegaukelt wird durch Faktenchecks, hat oft überhaupt nichts mehr mit Fakten zu tun. Es gibt ja mittlerweile Checks, auch der Faktenchecker, dass man mal schaut, wer ist das überhaupt, wer genau da solche Faktenchecks macht. Ja, gibt es eine Kompetenz dafür? Ja, muss man da ein Studium haben? Ja, was sollte man da studieren? Ja, Philosophie oder Naturwissenschaft oder Medizin? Es ist erschreckend, wenn man dann wirklich mal auch personell dahinter blickt, wer das macht. In einem Fall, was noch den Corona-Diskurs betraf, habe ich selber ein trauriges Beispiel erfahren, dass in einem öffentlich-rechtlichen Sender der Leiter des Faktenchecks ein früherer Pferdesportreporter war, was ich dann doch etwas merkwürdig finde. Ja, ja, da gibt es auch alternative Wahrheiten, wie der Trump das genannt hat. Ja. Alternative Wahrheit. Was und ist alternative Fakten. Auch, alternative ja, Fakten, genau. Natürlich. Mhm. Ja. Wenn ich das Thema, wenn wir jetzt gerade drin sind, ich möchte noch ein bisschen in dieser grauen Suppe schwimmen. Wir fokussieren uns auf diese Probleme, aber hat die Welt nicht größere Probleme, wo man medial auch aufpushen müsste? Sagen wir mal das ganze Thema chronische Krankheiten. Sagen wir mal das Thema Welthunger. Wie viele Leute sterben täglich an Hunger? Wie viele Kriege haben wir jedes Jahr? Und dann gibt's aber der humane Krieg, das ist der Liebekrieg, der ja. Und dann darf man Waffenlieferungen machen, weil Waffen sind ja für den Frieden gebaut und das sind für mich einfach solche, ich verstehe die Welt nicht mehr, ehrlich gesagt, wie wir heute mit verschiedenen Maßen messen. Und das ist etwas, was wirklich mir auch große Sorgen bereitet. Wie siehst du das, Thomas? Wie ich das sehe, wow. Da, wie du sagst, da schwimmen wir in eine Suppe und dieses Thema ist eigentlich völlig unendlich. Was für mich eine größere Problematik ist, wir versuchen mit unseren Kenntnissen den Leuten irgendeinen guten Ratschlag zu geben. Wie bleibe ich gesund? Wie gehe ich mit meinen Depressionen um? Wie gehe ich mit meinen Ängsten um? Was macht mich ängstlich? Wie überbrücke ich das? Wie gehe ich damit um? Das, was Hartmut auch richtig gesagt hat, Medienfasten, ja, das ist wie bei einer Verletzung, ein Pflaster drauf zu machen. Ja? Wo ich als Diagnostiker immer wieder einen großen Wert gelegt habe, ist die Ursache der Erkrankung, Ursache des Problems. Also ist für mich die größere Frage, kann es überhaupt in einer kranken Gesellschaft Gesundheit geben? Kann es sein? Also wenn die Gesellschaft komplett neben der Spur ist, wie kriege ich meine Gesundheit zurecht? Weil ich werde ja nicht nur bombardiert von Medien, sondern das Ganze drumherum entwickelt sich weiter. Du hast ja viele Beispiele genannt. Lass mal Corona beiseite. Sprechen wir kurz nur über Umwelt. Mhm. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Fokus auch auf Umweltmedizin. Ich bin auch bei diese Planetary Health Alliance. Das ist so eine Gruppe Wissenschaftler, also eine Gruppe, 14.000 Wissenschaftler, die am Harvard sich da zusammengetan haben mit dem Wunsch, alles, was es zum Thema gibt, zusammenzubündeln, zusammenzubringen, damit auch die Gesellschaft, auch die Menschen, damit wir alle so irgendeine, sagen wir es, Heilung erfahren oder dass wir zu irgendeinem konkreten Schluss kommen und sagen, okay, da befinden wir uns. Das ist das, was wir tun müssen. Und dafür gehen wir jetzt mal in das, was ich gerade vorher gesagt habe. Wie ist die Gesellschaft? Wo befinde ich mich? Welche soziale Umgebung habe ich? Welche politische Färbung habe ich im Lande? Was ist das Verhältnis des Landes gegenüber der Umwelt beispielsweise? Es gibt Länder, da gibt es noch keine Katalysatoren für Autos. Die pusten alles in die Luft, denen ist es völlig egal, ob die Bevölkerung krank wird oder nicht. Das ist völlig nebensächlich. Aber hier in dem Fall sehe ich auch im Westen, die Medien bringen kleine Tröpfchen an Informationen rein und meistens von diesen sind es nicht richtig, meiner Ansicht nach, genug alarmierend in Relation zu dem, wo wir uns umwelttechnisch befinden.
Da gab es Kyoto-Protokoll, da gibt es ein Paris-Protokoll und sonstiges. Wenn ich jemanden frage, was war im Paris-Protokoll drin? Was hat der Kyoto-Protokoll damals gemacht? Welche Grenzwerte für CO2 wurden festgelegt? Oder eine simple Frage, bei welcher Konzentration von CO2 ppm, bei welcher Konzentration kriege ich welche Erwärmung? 1,5 Grad Erwärmung erreichen wir bei 430. Jetzt ist die Frage, wann erreichen wir 430? Nach vielen, vielen Informationen, erst im Jahr 2030. Pustekuchen, das ist es nicht. Nach den gesamten Steigerungen, die jährlich zu beobachten sind und mit dem gleichen Tempo weitergehen, erreichen wir 430 im Jahr 2024. Spät, in etwa Herbst, Ende des Jahres. So, doch, da müsste Energie reinfließen. Das sind doch die wertvollen Themen. Wir haben 2,5 Jahre. Wir haben keine 20 Jahren, 30 Jahren. Wenn ich jetzt lese, China committet sich, dass sie Net Zero CO2 erreichen bei 2060. Bei 2060 ist es schon jenseits Gut und Böse. Wir haben diese Tipping Point, wo die ganze Umwelt eigentlich kippt. So, und wenn wir darüber sprechen, jetzt ist die Frage, was weiß die Gesellschaft darüber? Wir erreichen 1,5 Grad in 2,5 Jahren. Thomas, jetzt unterbreche ich dich mal, weil ich glaube, wir gehen jetzt auch so ein bisschen den Weg, als ob wir es wüssten. Ja, ein bisschen mehr Demut ist dir ganz wichtig und gerade auch, was die Medien betrifft. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin überhaupt kein Experte in diesen Dingen und würde es auch mir nicht anmaßen, jetzt da ein Urteil sprechen zu wollen. Aber wir wissen, dass Realität unglaublich komplex ist. Ja. Ja. Auch was das Klima betrifft, gibt es ganz viele Faktoren. Ja. Wichtig ist ja, wenn eine Gesellschaft Probleme lösen möchte, dass sie möglichst viele verschiedene Kompetenzen auch an einen Tisch bringt. Ja. Ja. Dass man ein Gesamtbild von etwas bekommt. Und da wäre jetzt die Frage, welche Aufgaben haben Medien in diesem Zusammenhang? Mhm. Ich möchte mal daran erinnern, in Deutschland, ich glaube in der Schweiz ist es ganz ähnlich, überhaupt in Europa haben wir das häufig so, dass mit der Einführung des Radios ganz klar der Gesetzgeber für das Radio eine Art Bildungsauftrag, insbesondere die sogenannte Volksbildung sah. Das heißt, man sah das als die Chance, eben wirklich über bestimmte Dinge aufzuklären und das Wissen der Menschen zu bereichern. In den USA, du warst lange da, du weißt es, war das von Anfang an anders. Da gab es keine, es gab auch staatlich geförderte Medien, aber Medien waren eben privat, in Privathand. Und ich habe schon vor 20 Jahren, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, mich mal gewundert. Ich habe mal in Wörterbüchern nachgeschlagen, Nachrichten. Auf Englisch, im Amerikanischen und dann auf Deutsch, für Mitteleuropa insbesondere. So, im Deutschen werden Nachrichten sehr kompliziert definiert. Ja, da geht es wirklich um etwas ganz Ernstes. Im amerikanischen Englisch, das ist jetzt kein Witz, ja, habe ich dann eine Definition gefunden. Nachrichten dienen auch der Unterhaltung. Entertainment, ja. Was mich unglaublich schockiert hat. Aber wenn man sich dann amerikanische Nachrichtensendungen zumindest in einigen Sendern anschaut, werden die dem auch gerecht. Nachrichten sollen auch unterhalten. So, und jetzt ist ja auch in Europa eine Menge passiert, insbesondere auch in Deutschland. Wir haben ja nicht mehr die Situation, dass Radio und Fernsehen rein staatlich organisiert sind, ja, die aber immer noch so tun, Bildungsauftrag etc., vielleicht auch den Anschein erwecken wollen, wir sind die Guten, ja, die Privaten sind dann eher die Schmuddelkinder. Wobei das viel differenzierter zu sehen ist. Ja, manchmal gibt es auch bei privaten Sendern hervorragende Beiträge, die man gerne in den Öffentlich-Rechtlichen hätte. Aber um das so unterm Strich nochmal zusammenzufassen. Medien haben heute, das ist ganz schwer zu fassen, keinen klaren Auftrag mehr, sondern alles ist ja Medium. Das Internet ist ja auch Medium. Und daher gibt es für viele Menschen auch so etwas wie eine Überfrachtung. Das Positive ist, ich habe eine Vielfalt, ich habe wirklich diesen Pluralismus. Ich kann mir, wie du das auch machst und andere auch, ich kann mir heute eben aus aller Welt Nachrichten ansehen oder anhören. Noch vor 30 Jahren wäre das
technisch nicht möglich gewesen. Ja, das geht heute. Aber für die Verarbeitung dieser vielen Angebote brauche ich ja auch eine Kompetenz. Und das ist auch wieder eine Medienkompetenz. Wie beurteile ich das? Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, dass die Medienkompetenz bei vielen Menschen nur so weit geht, dass sie einem bestimmten Medium vertrauen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht den Begriff Mainstream-Medien benutzen, ja, aber zum Beispiel öffentlich-rechtliche Medien, die sind zuverlässig und das, was man dort berichtet, dem kann ich dann auch glauben. Anderen Medien eher nicht. Dann gibt es auch noch wirklich die ganz schlimmen Schmuddelkinder unter den Medien. Die sollte man erst gar nicht sich anschauen. Ja. Aber woher weiß ich das? Ja. Was sagt das wirklich über die Welt da draußen aus? Und da haben wir, glaube ich, wirklich einiges nachzuholen, dass Menschen lernen müssen in Situationen, in denen wir heute leben, die sozusagen sehr undurchsichtig sind, die sind nicht transparent, ja, dass wir auch mit einem Gefühl gut leben können, dass wir eigentlich nicht so richtig wissen, was los ist, ja, dass wir wirklich in so eine Demutshaltung gehen können, dass ich sage, okay, jetzt sowohl in der Corona-Zeit, es gibt die eine Seite, es gibt die andere Seite, vielleicht noch eine dritte und vierte. Was den Krieg betrifft, ist es wiederum so, es gibt verschiedene Perspektiven. Wenn ich mit dem einen spreche, verstehe ich den ganz gut. Wenn ich mit dem anderen spreche, verstehe ich den aber auch ganz gut. Ja, so wie du das wunderschön gesagt hattest, die eigenen Kinder, die sich mal streiten, da weiß ich als Vater sofort, dass es nicht darum geht, dass einer Recht bekommt oder Recht hat, ja, sondern es geht darum, dass die wieder zusammenkommen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir von den Medien nicht zu viel erwarten dürfen. Wenn wir diese Welt, wenn wir die Probleme dieser Welt lösen wollen, geht das nicht über die Medien, sondern dann müssen wir selber etwas tun. Dann müssen wir überlegen, was wir jeweils auch tun können, unabhängig von dem, was da berichtet wird. Und das ist wieder dieses Thema der Selbstwirksamkeit, dass ich es verheerend, als verheerend empfinde, dass die Medien jetzt und gerade jetzt in dieser schweren Situation den Menschen nicht Mut und Hoffnung geben, sondern sie noch mehr in diese Angst, in die Hilflosigkeit, in die Ohnmacht bringen und ihnen eigentlich vormachen, dass es da einen großen Bösen gibt, ja, und dem sind wir hilflos ausgeliefert. Das ist nicht so, ja. Wir haben vieles selber in der Hand und wir, wenn wir dann spüren, dass Selbstwirksamkeit möglich ist, und das ist jetzt sehr interessant auch, wenn man das pädagogisch sieht, wenn wir spüren und eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen, wird dadurch unsere Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt. Und durch die Erwartung sind wir überhaupt wieder in der Lage, neue Erfahrungen zu machen. Das heißt, es entsteht ein Mechanismus. Umgekehrt aber, und so Bandura ist ja einer der Schöpfer dieses Begriffs der Selbstwirksamkeit, der hat es früh erkannt, wenn du einem Kind sagst, du kannst Mathe nicht, du bist da ein Versager, ja, dann ist es so, ja, dann wird das Kind noch nicht mal dazu in der Lage sein, eine Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln. Ohne Erwartung gibt es aber auch keine Erfahrung. Und der negative Kreislauf ist dann, ich habe die Erwartung, dass ich ein Versager bin, dass ich nichts kann. Das tritt dann auch so ein. Ich mache die Erfahrung. Dieses Konzept wird in mir bestärkt und ich habe einen festen Mechanismus. Und mir scheint es, dass wir gerade jetzt in dieser schweren Zeit an dem Punkt stehen, wo alles nicht bewusst wahrscheinlich getan wird, aber wo sich das im Moment zumindest so ergibt, dass Menschen der Glaube an die eigene Wirksamkeit genommen wird. Ich möchte kurz eine Zusammenfassung machen, um das richtig zu sehen, was ihr beide gerade gesagt habt. Es scheint so, dass die Medien heute viel, viel mehr Meinungsmacher, Meinungsbildner sind und nicht einfach nur Sprachrohr der Wissenschaftler oder der Informationsverbreitungskanal einfach darstellen, sondern sie machen Meinungen. Sie machen das mit Fakten, sodass sie uns eigentlich mit den sogenannten Fakten konfrontieren, dass es eigentlich gar nicht nur eine Meinung ist, sondern es sind Fakten. Das ist ziemlich beeinflussend. Es fehlt, wenn ich dich höre vorher auch noch, dass die Wissenschaft eigentlich im Fokus stehen sollte und nicht die Nachricht. Nämlich die Wissenschaft, wenn wir jetzt diese ganze CO2-Sache oder Umweltschädigungssache anschauen, dann ist doch eigentlich die Wissenschaft heute der Situation bewusst.
Aber die Nachrichten verbreiten uns nicht. Das heißt, wir haben viel zu wenig Sensibilität darin, außer dass wir sofort irgendein Elektroauto haben müssen, was vielleicht auch nicht zu Ende gedacht ist. Aber das ist so ein bisschen die Situation. Du hast noch gesagt, positive, negative Formulierungen. Alleine auf YouTube gibt es eine Statistik, dass 90% mehr Klicks auf negative Titel stattfinden. Also wir sind so erzogen, das versuche ich ja auch bei unserem Kurs 24 über Schlagzeilen die Leute ins Positive rüberzuführen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Hä? Eigentlich müsste die Wissenschaft uns sagen, wohin die Reise geht, und viel weniger die Medien und auch nicht die Politiker. Mhm. Ich würde in einem Punkt widersprechen, weil das wichtig ist. Du hast jetzt auch ein Bild vermittelt, dass die Wissenschaft es weiß und dass die Wissenschaft mehr Macht bekommen sollte. Die wissen es nicht. Und das ist, glaube ich, nicht gut in der Situation. Wissenschaft ist für mich, und ich bin jetzt schon emeritierter Hochschullehrer, ich bin nicht mehr sozusagen an der Uni tätig, aber zu meiner Zeit, und so haben wir auch Studenten unterrichtet, war es ganz klar, Wissenschaft ist immer etwas, was es nur im Plural gibt, ja? Der Wissenschaftspluralismus. Frag 5 Wissenschaftler, jeder hat eine andere Meinung. Und das ist auch gut so, ja? Das meinte ich vorhin auch, das könnten Medien machen, dass Medien sagen, Wissenschaftler wissen vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ich sage wirklich bescheiden ein bisschen mehr, ja. Haben Methoden, ja, bestimmte Dinge klarer zu sehen, zu messen, zu beobachten. Aber trotzdem, verschiedene Wissenschaftler werden unterschiedliche Schlussfolgerungen ziehen. Und mir geht es darum, jetzt benutze ich ausnahmsweise mal ein Fremdwort, ich erkläre es aber, wir brauchen eigentlich alle eine größere Ambiguitätstoleranz. Das bedeutet, dass wir mit Situationen, die nicht klar sind, ja, wo es ganz widersprüchlich ist, ja, dass wir damit umgehen können, dass wir da doch tolerant sind. Der Begriff kommt ja aus der interkulturellen Kommunikation, wo ich plötzlich, wenn ich in einer anderen Kultur bin, ja, wo alles anders läuft, ja, dass ich da diese Ambiguitätstoleranz haben muss, ja. Und das ist, glaube ich, in gewisser Hinsicht zu übertragen auf die Situation, in der wir jetzt gerade sind. Wir brauchen eine Toleranz für Dinge, die wir nicht verstehen, wo wir nicht genug wissen, ja, und wo wir auch nicht wissen, wie es ausgehen wird. Aber im Hintergrund ist es wichtig, dass wir Prinzip Hoffnung irgendwo nie nur in das Negative gehen, ja, sondern dass wir einfach wirklich davon ausgehen, wenn wir zusammen über Dinge sprechen, wenn wir zusammen überlegen, was man tun kann, dann kann man auch die Welt retten. Ich habe da noch so einen Satz, die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Also ich meine, hat ja auch in den letzten 200 Jahren in vielen Dingen total gestimmt, oder? Dass die Forschung geht überall weiter. Und immer wieder. Überall und immer wieder, ja. Aber da geht es ja auch um die Forschung. Also Wissenschaftler ist einer, der Wissen schafft. Das heißt, man versucht, irgendwas aufzubauen. Mhm. Und es gibt Tests und Tests und Tests und die sind falsch und die funktionieren nicht. Und dann gehst du weiter und machst das Nächste und schmeißt das wieder weg und dann gehst du von vorne. Und das heißt, diese Weiterentwicklung kommt durch die Irrtümer. Kommt durch deine Überzeugung vorher. Diesmal mache ich es richtig. Ja? Und dann ist wieder mal ein Flop. Und dann sagst du, ja, aber jetzt habe ich was gelernt. Und dann geht's weiter. Das sind die Erfahrungswerte, die dazu kommen. Und was Hartmut auch gesagt hat, und es ist mir wirklich große Freude, wir haben jemanden, der sich mit Kommunikationswissenschaften befasst und auch in der Verbindung zwischen Kommunikation und Gesundheit und interkulturellen Zusammenleben, Zusammenarbeit, Zusammenschaffen, also diese wirklich holistische Einheit gesehen im Sinne von Gesundheit, Kommunikation, Mensch im Mittelpunkt und so weiter. Und das ist auch wirklich Gold wert, die Schlussfolgerung vom Hartmut. Wir wissen so vieles nicht, aber wir maßen uns an, irgendwelche Schlussfolgerungen zu machen. Deswegen ist es fantastisch, wenn du eine Gruppe von Wissenschaftlern hast, 10.000, 20.000, wo jeder wirklich seinen Senf dazu geben kann und einer sagt, ja, hier, guck dir das mal an, hier gibt es die Kühe, die machen 40% CO2 und dann sagt er, ja, und hier sind aber die Autos und dann drückt er, Moment, wir haben jetzt eine ganz normale zyklische Erwärmung und Kühlung der Erde durch Sonneneinstrahlung und so weiter und so weiter. Also wir haben alle diese Ströme. Und jeder hat Recht. Und jeder von diesen Standpunkten sollte durchleuchtet werden. Aber wir wollen jetzt nicht, glaube ich, zum Thema
nur Kommunikation und Auswirkungen der Kommunikation auf den Menschen rangehen. Ja, das ist ein Schlüsselthema, sondern die Frage ist, was mache ich im täglichen Leben damit um? Ja, Medienfasten war ein sehr, sehr guter Vorschlag und das sollte ja auch tatsächlich betrieben werden. Aber da gibt es so Kleinigkeiten, die ich auch in Arbeit mit Kindern, also auch mit Clown-Doktoren und palliativen Bereich reinbringe. Das ist die Fröhlichkeit, das ist Humor, das ist etwas, was unser System voranbringt. Also es ist für einen vielleicht undenkbar, aber wenn die Position der Gesichtsmuskulatur in Position des Lächelns kommt, ja, dann schalte ich meine innere Abwehrkräfte an. Dann fließen die Hormone anders. Und dann werde ich im Kopf auch wieder klar. Eins beeinflusst das andere. Genau wie diese negative Teufelskreis, diese Spirale aufbauen kann, das macht Lächeln zurück. Mach mal ein besorgtes Gesicht. Mach mal so richtig zu Test. Ne, richtig. So, mach's grimmiges Gesicht. Richtig. Und den so Kopf ganz, nach unten. Ja, ganz böse. Die Körper, mach das jetzt mal ganz ernst als Test. Ja, so mach das jetzt mal. Ne? So, und jetzt versuch zu lächeln. Ja, irgendwas geht nicht, weil die Augenbrauen und das kannst du nicht miteinander kombinieren, weil Lächeln löst das alles auf. Ja. Weil Lächeln ist verbunden mit dem Hirn, mit der Assoziation der Fröhlichkeit, etwas, was schön ist, etwas, was positiv ist, etwas, was gut ist. So diese Assoziation setzt wieder die Hormone in den Gang und das System unterstützt dich. Und je mehr er dich unterstützt, desto besser geht's dir. Und je besser es dir geht, desto schneller kommst du aus dem Loch heraus. Wir müssen einfach der Angst etwas entgegenhalten. Das ist ja. Menschen, die in Angst sind oder vielleicht sogar in Panik, sind nicht in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn wir in einer Angstsituation, wo wir durch Angst dominiert werden, meinen, jetzt müssen wir entscheiden, das kann nie gut ausgehen. Und ich ärgere mich manchmal maßlos über Berichte in den Medien, wo dann erzählt wird, morgens, die Politiker haben von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens debattiert, ja, und haben eine gute Lösung gefunden. So kann man keine gute Lösung finden. Menschen brauchen in der Nacht Schlaf. Nicht umsonst sagen wir, schlaf doch bitte noch mal drüber. Das sollten Politiker bitte auch berücksichtigen. Einfach noch mal drüber schlafen, aus dieser Erregung durch den Angstzustand herauskommen und vielleicht dann den Morgen mit einer guten Atemübung und zumindest mit einem Lächeln vor dem Spiegel beginnen. Ja, Musik. Und schon haben wir auch andere Entscheidungen. Ich glaube, gerade jetzt sehen wir das, wo alle so in dieser Kriegsstimmung fast sind, wo ich teilweise erschrocken bin. Das sind doch Menschen, die haben gestern noch gesagt, nie in Krisengebiete Waffen liefern, ja, sich nicht einmischen, ja, und alles für den Frieden tun, ja. Plötzlich gibt es nur noch diesen Kriegsdiskurs. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass auch diese Menschen, auch diese Politiker gar nicht mehr aus der Angst und aus dem vielleicht sogar auch Hass, ja, teilweise sind es auch Gefühle, wo man einfach vielleicht erschrocken ist, ja, auch wütend geworden ist, ja. Aber in dieser Erregung, in diesem Zustand können wir keine guten Entscheidungen treffen. Also ich habe auch noch nie gehört, dass mit Waffenlieferungen ein Krieg aufhören kann. Also irgendwie wollen wir doch alle, dass der Krieg endet. Und dann ist das für mich wieder ein Widerspruch. Aber ich möchte nochmals in dieser Suppe das letzte Mal eintauchen. Wo steht eigentlich die politische Verantwortung? Wir wissen doch eigentlich alle, dass solche Faktenlieferungen Ängste schnüren, etwas macht mit uns Menschen, mit uns Einwohnern, mit unserer Gesundheit. Das wissen wir heute auch. Die Psychoneuroimmunologie, der Herr Schubert hat mir da einiges erzählt. Und da frage ich mich einfach, müsste das heutzutage nicht auch berücksichtigt werden in der Kommunikation von Menschen, die uns ja eigentlich Gutes tun möchten? Ja, du musst erstmal die Sprache der Politiker hören, wie die Sätze gebildet werden, was da gesagt wird, wie die Kommunikation, also da ist der Hartmut natürlich viel näher dran, aber ich habe ja auch die Ärzte geschult im Sinne von, wie übergebe ich eine schlechte Nachricht an Familienmitglieder? Wie sage ich meinem Patienten, dass er Krebs hat und noch 3 Monate zu leben hat? Was ist dein Satz, jemandem zu sagen, weißt du, dein Vater, Mutter, Kind ist gerade gestorben?
es tut mir leid, wir haben alles getan, was wir können. Mhm. Ja, und ohne dass die bewusst sind, dieser Mensch hat dich gegenüber und dein Gesicht ist mit dieser Nachricht verbunden und das wird er sein Leben lang mit sich schleppen. Also kommt nicht mit so einem blöden Pauschalsatz, weil das nichts bringt, sondern auch verstehen, was ist die Nachricht, was sage ich da drin und was ist meine innere Einstellung dazu. Jemand hat mir neulich gesagt, ja, wenn eine Gesamtmobilisierung kommt, ja, und du in den Krieg musst, was passiert denn da? Dann haben wir gesagt, also wenn sie mich nehmen, das wird ganz, ganz schlecht, ja, weil ich habe immer gute Laune, ich werde sofort Frieden schließen. Ja. Es ist immer so die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann, da kommen wir zu deiner ursprünglichen Frage. Was sollen die Menschen in diesen Angstzuständen machen? Und was Hartmut auch gesagt hat, ja, versuchen, in dich hineinzugehen, meditieren, schlechte Nachrichten abschalten, Musik einschalten lassen, nicht die Wahrheit ausblenden, aber auch, was du gesagt hast, was ist die Wahrheit? Wenn wir nur Wortwahrheit gehen, dann geht die Sendung noch 5 Stunden und wir werden niemals eine Antwort darauf finden, sondern da geht es nicht um Wahrheit, da geht es erst darum, um den Einfluss, was ich von außen bekomme. Diese Einflüsse, die negativ sind, ausblenden für eine Zeit lang, damit ich ordentlich funktionieren kann, damit ich gesund bleibe oder damit ich wieder zur Gesundheit komme, damit ich meine Depression loswerde, damit ich meine Angstzustände werde. Wenn ich ängstliche Gedanken habe, ist das physisch für den Körper sofort eine Korrelation, die einen Atemnot verursacht. Also Atmen wird kürzer. Die Menge des Sauerstoff, was in den Körper kommt, reduziert sich. Das reduziert mir Regeneration der Organe, Bindung von Sauerstoff und Blut und sowas. Eine Kettenreaktion kommt nur durch die Gedanken. Es ist eine typische Notfallsituation, ja. Und deshalb, um das nochmal deutlich zu sagen, wir reden jetzt ja nicht in eine Richtung, dass wir sagen, ignoriert die Probleme, die es gibt. Ja, da ist überhaupt kein Krieg, ja, und es gibt auch keine Krankheit. Das wäre ja der völlig falsche Weg. Es gibt diese Probleme. Genauso, wenn ich persönlich mal in einer Krisensituation bin, mir geht's gesundheitlich nicht gut, ich habe einen akuten Anfall oder was weiß ich, dann kann ich auch nicht sagen, das gibt's nicht. Ich negiere das einfach, ja. Aber in so einer Situation, und das würde ich jetzt in Richtung Politik und Medien auch mal so sagen wollen, auch wenn es mir selbst schlecht geht, ja, ich bekomme vielleicht mal nicht so richtig Luft, ja, da ist etwas, ja. Wenn ich dann in die Panik gehe, dann bin ich verloren. Dann bin ich dieser Panik ausgeliefert und mir wird es immer schlechter gehen. Ich werde vielleicht sogar wild um mich schlagen und sogar den Retter, viele kennen das bei Ertrinkenden, ja, den Retter nicht erkennen, sondern ihn untertauchen und ablehnen. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass wir aus einem Zustand der Erregung, der entstehen muss in bestimmten Situationen, dass wir wieder irgendwo versuchen, in einen Zustand zu kommen, der es überhaupt möglich macht, dass wir sozusagen mal ein bisschen ruhiger, ein bisschen sachlicher, ein bisschen mit mehr Vernunft auf die Probleme schauen und dann auch überlegen, was ist hinter den Problemen. Und wenn sich zum Beispiel die Kinder streiten oder wenn sich ganze Staaten streiten und einen Krieg machen, es sind ja immer wahrscheinlich auch irgendwo berechtigte Sorgen dahinter. Der andere hat Angst vor dem Großen, aber der Kleine hat Angst vor dem Großen, aber vielleicht hat der Große auch Angst vor dem Kleinen, ja. Bei Kindern weiß man das sehr gut. Auch da ist es für die Politik, für die Medien wichtig, jetzt nicht immer noch mehr in dieses Angstsystem zu gehen, sondern zu überlegen, was können wir jetzt machen? Wie können wir die wieder an einen Tisch bringen? Ja, wie können wir einen Kompromiss machen? Im Moment in den Nachrichten höre ich immer nur, es geht darum, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Ja, okay, das kann eine Lösung sein, aber ist das dann eine nachhaltige Lösung? Ja, geht's nicht um viel mehr? Und ich bin eben der Meinung, dass ein Krieg nur dann beendet werden kann, wenn diejenigen, die daran beteiligt sind, sich wieder zusammenfinden und zumindest einen Minimalkompromiss machen, der dann für eine Zeit lang hält. In der Geschichte wissen wir das, wo Kriege einfach mit Gewalt beendet worden sind, gab es immer noch Situationen,
die dann sozusagen zum nächsten Krieg gleich beigetragen haben. Wenn die Situation jetzt auch schwierig ist und eine Situation, in der Menschen sich gegenseitig umbringen, ist dramatisch, ja. Also das möchte ich überhaupt nicht leugnen. Ja, das ist furchtbar, was passiert. Gerade wenn man, wie ich eben auch aus dem Pazifismus eigentlich kommt, ja, wo jetzt auch einige Politiker sagen, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Gerade in Krisensituationen müssen wir uns dafür Zeit nehmen. Und ich möchte vielleicht da mein Statement mal ausnahmsweise mit einem Wort von Luther abschließen. Luther hat das mal wunderschön gesagt. Selbst wenn wir wissen und fühlen, dass die Welt morgen zu Ende geht, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Den habe ich mir auch gemerkt. ich habe in einem Buch mal gelesen, ich glaube, das war im Ersten Weltkrieg, wurde ein General interviewt, wo es hieß, ja, wie habt ihr denn jetzt diesen Friedensvertrag gemacht? Wie ging das? Und er hat gesagt, wir haben uns hingesetzt und haben es einfach getan. Punkt. Ja. Und manchmal ist das ja auch eine gute Lösung. Und aber nochmals zu Politik. Ich meine, du hast das so schön gesagt. Die Empathie einer Kommunikation ist entscheidend, wie mit uns geredet wird, wie auch gegenüber einem Angehörigen, der vielleicht jetzt ein Ehemann oder ein Kind verliert. Mhm. Die Kommunikation ist entscheidend. Aber wir wählen ja unsere Politiker jetzt nicht hinsichtlich ihrer Empathie, sondern hauptsächlich aufgrund ihres Auftretens und ihrer Versprechungen. Also erstmal, was sprachlich eine Barriere ist, ist die Wort Empathie auf Deutsch. Okay? Auf Englisch hast du Empathy and Compassion. Mhm. Ist ein Riesenunterschied. Die Empathie ist, wenn ich einfach etwas mitfühle. Ja? Ich sehe, dir geht schlecht, mir ging es auch schlecht, ich weiß, wie es dir geht. Ja, das ist Empathie. Ich kann es nachvollziehen, ich kann es nachempfinden. Compassion ist, wenn ich weiß, wie es dir geht, wenn ich das verstehe, wenn ich das fühle und ich was dagegen tue, dass es dir besser geht. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Auf Deutsch heißt es Barmherzigkeit. Und das ist ein Wort, was meistens mit Nonnen in Verbindung steht oder mit religiösen oder Glaubensorganisationen, aber nicht breit in der Bevölkerung. Das heißt, was wir brauchen, ist tatsächlich die Barmherzigkeit, wirklich auch eine spirituelle Einstellung zu diesen Dingen, auch eine geistige Einstellung zu dem, was passiert da draußen. Viele Omas und Opas würden sagen, was machst du? Wo wird deine Seele irgendwann mal hingehen? Ja, heute denken wir, ja, wo meine Seele, ich gucke mal auf Google, wo meine Seele dann hingehen wird und Sonstiges. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man tatsächlich mit allen Kräften jetzt entgegenwirken muss, das, was auf uns herunterprasselt. Das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn du in einer Gesellschaft lebst oder dich befindest, die nicht gesund ist im Sinne von holistischen Betrachtung der Gesundheit, dass es einem Menschen eine nicht nur Umgebung anbieten kann mit gutem Essen, mit gutem Trinken, mit sauberem Wasser und sonstiges, sondern auch eine emotionale, eine geistige Stärkung gibt. Also wenn du dich nicht da drin befindest, sondern du musst auch gegen die gesellschaftliche Informationsflut dagegen ankämpfen oder dich selbst noch einigermaßen balanciert halten, dann hilft die Meditation dazu. Das, was Hartmut vorher gesagt hat, Achtsamkeit. Also Achtsamkeit ist heute in aller Munde. Es ist ein ganz interessantes Konzept, aber wenige wissen, das basiert aus der Zen-Meditation der Samurai aus dem 11. Jahrhundert, wo die im Prinzip auch am Ackerland oder am Schmieden von den Schwerten so präzise gearbeitet haben, so darauf fokussiert haben, dass letztendlich irgendwann mal diese Waffe, die sie hatten, einfach ein Teil von dem Körper war, dass es einfach eine weitere Verlängerung ist. Die wussten ganz genau, was sich um sich herum befindet, weil sie eine periphere Vision aufgebaut haben, um sich herum zu sehen, um zu spüren, was hinten ist, um Atem zu hören und zu identifizieren. Also diese Achtsamkeit ist wirklich etwas, was genutzt werden kann im konkreten Sinne, wenn die Menschen sagen, oh Mensch, wieder die Nachrichten, wieder Krieg, wieder Corona, wieder Umwelt, was auch immer runterprasselt. Fokussiert dich auf irgendetwas.
Versuch einfach mal Anfang von einem Klebeband zu finden. Ja, also, manchmal, weißt du, es ist immer, die Welt geht unter und ich befasse mich mit Klebeband. Wo ist diese Anfang? Das klebt so fest und es ist zu dünn und ich finde es nicht und meine Nägel sind nicht gut. Klassiker. Konzentriere dich dran. Mhm. Okay. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das bringt dich auf die andere Gedanken. Denk über was Schönes nach. Denk über das, was dich glücklich macht. Denk über das, was du gerne isst. Denk darüber nach, wann hast du zuletzt mal gelächelt? Wann hast du mit deinen Kindern gespielt? Wann hast du die gekitzelt? Wann hast du diese Lächeln gehört von deinen Kindern? Wann hast du irgendwas Blödes gemacht? Was ist das Lustigste, was dir diese Woche passiert ist? Ja, frag dich doch mal, was war das? Ja, was hat dich zum Lachen gebracht? Gar nichts. Ja, und ich würde noch ergänzen, ganz wichtig auch, dass wir, ich nenne es mal so etwas wie Feindbilder, ein bisschen abbauen. Ja. Gerade jetzt in der Krise erlebt man fast so eine Dämonisierung von bestimmten Personen. Ich kann da durchaus Verständnis für entwickeln, ja, dass in einem der Böse gesehen wird, in dem anderen eher der Gute. Aber sobald wir anfangen, jemanden zu dämonisieren, gehen wir auch wieder in dieses Angstsystem. Ja. Das heißt, wir können nicht mehr klar denken. Und plötzlich ist der andere dann kein Mensch mehr. Ja. Das ist etwas ganz Furchtbares. Mhm. Charles Eisenstein hat ja darauf hingewiesen, eher in Bezug auf die Corona-Krise jetzt, ja, dass plötzlich der andere, der sozusagen anders tickt, der anders denkt, nicht nur als Feind gesehen wird, sondern völlig entmenschlicht wird. Mhm. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht zulassen. Manchmal ist es eben wichtig, und da könnte man jetzt aus verschiedenen kulturellen Traditionen Beispiele heranholen. Ich nehme das mal aus dem Ubuntu, weil das Ubuntu so etwas Wunderschönes ist. Ich habe es nicht geprüft, aber es ist überliefert, dass das ja schon sprachlich ungefähr bedeutet, ich bin, weil du bist, ja. Und im Ubuntu von einem Ethnologen habe ich eine Geschichte gelesen. Natürlich gibt es auch da Auseinandersetzungen zwischen Menschen. Auch da ist mal jemand, ich sag mal, böse, ja, der tut etwas. Und was kann die Gemeinschaft dann tun, um den sozusagen nicht auszuschließen, sondern ihn wieder gemeinschaftsfähig zu machen? Die Lösung im Ubuntu, also das ist jetzt nur eine Geschichte, aber manchmal sind gute Geschichten einfach auch sehr heilsam. Die Lösung ist, dieser Böse wird eingeladen. Er muss sich 3, 4, 5 Tage hintereinander von den anderen anhören, was er schon alles Gutes getan hat. Hm. Und das ist dann vielleicht wirklich nachhaltige Heilung. Ja. Ob man das auf die große Politik übertragen kann, weiß ich nicht. Ja, ich denke, auch da ist es wichtig, dass wir unsere eigenen Politiker jetzt auch nicht nur kritisieren und vielleicht sogar auch dämonisieren. Das hängt ja nicht von Personen ab, ja. Sondern wichtig ist, dass wir mit unserem Wissen, aber auch mit unserer Spiritualität, und da möchte ich dieses Wort jetzt wirklich mal nutzen, ja, dass wir dazu beitragen, dass Menschen wieder lernen, in anderen Menschen, auch die mit uns völlig anderer Meinung sind, einen Menschen zu sehen und auf eine menschliche Art in die Konfliktlösung gehen. Und Vorbilder reichen da manchmal aus. Das heißt, wir müssen es einfach tun. Wir dürfen uns nicht den Mut nehmen lassen. Ja, so nach dem Motto, ja, jetzt ist es schon so schlimm, jetzt kann ich auch nichts mehr tun. Nein, gerade in schlimmen Situationen ist es ja wichtig, dass man das tut, wo man weiß, dass es hilft. Ich möchte gar nichts mehr eigentlich sagen, weil das so schön jetzt gerade... Ja, das war Wort zum Sonntag. Das, ja, es war super Abschluss. Das war super. Die Menschlichkeit wieder in den Fokus zu bringen. Ja, natürlich. Ja, auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch aus Rom heraus, dass man Waffenlieferungen anfängt zu segnen und zu legitimieren. Also auch da kirchliche Institutionen, wo genau Menschlichkeit und Liebe hinaustragen sollte und genau jetzt eigentlich Stellung beziehen sollten zum Wohle des Weltfriedens, ist nicht da. Ist einfach nicht da. Fassen wir zusammen. Tja. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die arg geplagt sind, die müssen jetzt mit Medien konfrontiert sind, die merken, es tut ihnen was. Und auch die, die meinen, es tut ihnen nichts, es ist falsch, es tut immer was, es zieht uns runter. Medienfasten ist die Antwort,
Lächeln, Achtsamkeit sind andere Möglichkeiten, eine gewisse Barmherzigkeit auch zu erleben, in seinem eigenen Umfeld Gutes zu tun, einen Baum zu pflanzen oder auch ein Kind in die Welt zu setzen. Es ist nie zu spät, Gutes zu tun und darauf sich zu fokussieren und die Dinge, die halt einfach geschehen jetzt auf der Erde, wenn wir Energien abziehen und nicht noch mehr reinblasen ins gleiche Horn, dann wird es vielleicht auch besser. Ich bedanke mich ganz herzlich für euch zwei für diese tolle Sendung und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr die Herzen und die Seelen unserer Zuschauer erreicht habt und auch gezeigt habt, dass es Wege gibt aus diesem Tal der Tränen. Professor Dr. Hartmut Schröder, Professor Dr. Thomas Petschner, herzlichen Dank euch beiden. Danke und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir konnten Ihnen was Gutes tun. Alles Gute, bis zu einem anderen Mal und auf Wiedersehen miteinander.